Ich grüße euch hier aus Stuttgart aus dem Fahrradkompetenzzentrum hier bei Paul Lange. Mein Name ist Christian Brodbeck, ich bin der Brandmanager hier für CatEye und ich möchte euch ein bisschen was über Ausleuchtung erzählen und habe hier zwei Exemplare als Beispiel mitgebracht. Zum einen vom Mitbewerber eine nominell 80 Lux Lampe, während wir hier oben die G-Volt 60 sehen, nominell 60 Lux. Und wir sehen eigentlich ja, relativ verschiedene Lichtbilder. Unten sehr punktuell, oben eine breite, aber ähnlich helle Ausleuchtung. Ist dahingehend natürlich sinnvoll, wenn wir eine breite Ausleuchtung haben, wo kommt die Gefahr her? Meistens links oder rechts an der Kreuzung oder auch eben gern, wenn ich in die Kurve reinfahre, möchte ich ja auch was sehen. Ihr fragt euch jetzt natürlich zu Recht, wie kann es sein, dass hier 80 Lux und bei der G-Volt 60 Lux nominell auf der Verpackung steht? Naja, wie wird Lux eigentlich bemessen? Dafür müssen wir ins Lichttechnische Institut, zertifiziert vom Kraftfahrtbundesamt. Und da haben wir dann letztendlich eine Messplatte, die ist 1 Quadratmeter groß. Letztendlich installieren wir das Licht in 10 Meter Entfernung und dann wird bemessen, wie viel Licht letztendlich auf die Platte kommt. Wenn ich mein komplettes Licht, wie hier beim Mitbewerber, da drauf werfe, ja, dann habe ich eine relativ hohe nominale Luxzahl, während ich bei einer sinnvolleren breiten Ausleuchtung Bereiche habe, die nicht mit auf die Messplatte kommen und dadurch habe ich letztendlich eine niedrigere nominelle Luxzahl. Wir können es andersrum auch sehen, wenn wir da drauf einen Laserpointer setzen, haben wir letztendlich 500 Lux, aber ihr wisst alle, das wäre jetzt nicht wirklich ein sinnvolles Fahrradlicht. Ja, letztendlich können wir dadurch durch die Luxzahlen nicht unbedingt feststellen, was ein gutes oder ein schlechtes Fahrradlicht ist. Wir müssen es letztendlich auf der Straße ausprobieren. Diese breite Ausleuchtung, die wir gesehen haben, finden wir sowohl in der G-Volt 45, 60 und auch der 70.1.